miteinander. Ja. Hallo. Sieht es nach einer grossen Verabschiedung aus? Ja. Mit Tränen, oh nein. Wieso Verabschiedung? Wir waren eine Gastfamilie von einer thailändischen Schülerin. Sie ist ein Jahr eine Kante hier, so zu Luzern. Das ist sie? Das ist Mimi, genau. Und sie kommt jetzt nach einem Jahr heim. Nach einem Jahr heim? Das ist nicht so einfach. Ein Jahr lang warst du hier? Ja. Und wie war es? Es war mega cool. Ja. Da hast du viele Freunde gefunden? Ja, hier. In der Schule oder Austauscherinnen, ja. Und das ist jetzt halt, diesen ja. Tschüss zu sagen. Ja, mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Dass man ja. wieder die Familie sieht. Natürlich. Ja, dass man wieder heimkommt, wieder das Gewohnte kann essen. Ja, genau. Wie ist das für dich? Hast du es probiert? Ich glaube, sie hat den Reis vermisst. Aber Mimi liebt Elbler-Makronen, Fondue, ja. Raclette. Ja. Sie war eine ganz dankbare Esserin. Ja. Das Klima hat er zu schaffen gemacht. Es war zu kalt für dich. Ja, es war zu kalt. Und jetzt, was schön wird, gehst du. Mhm. Wo genau denn, Thailand? Bangkok. Bangkok. Jetzt ist es sehr heiß. Und dann gehst du zurück in die Schule? Nächste Woche. Okay. Ja. Wie alt bist du? 17. 17. Wie war das für dich dieses Jahr? Hast du etwa die Austauschschüler? Nein, es war die erste. Aber ich mache es wieder. Es ist nicht immer einfach. Es ist wirklich, es parallelen zwei Kulturen aufeinander. Wie zeigt sich das? Einfach in so Sachen, wo ich gar nicht denke, dass ich das erklären müsste. Also, am ersten Tag, als ich heimgekommen bin, wo Mimi allein aus dem Haus war, war die Haustür offen. Es ist mir doch nicht in den Sinn gekommen, dass ich ihr muss sagen, sie müsse die Haustür zumachen, oder? Aber einfach so kleine Sachen, die einfach anders gelebt werden. Aber es ist wirklich eine ganz lässige Erfahrung. Also man lernt auch selber. Man lernt selber über sich selber ganz viel. Hast du selber auch Kinder? Ja. Ich habe eine Tochter, ja, die ist gleich alt wie... Sie ist gleich alt wie Mimi, genau. Und was hat dir hier in der Schweiz am besten gefallen? Landschaft. Die Landschaft? Ja. Ich kann lernen, in der Schule kann ich lernen viel hier. Ja. Und hier ist auch schön. Alles gut, ja. Aber freust du dich, deine Eltern wiederzusehen und deine Familie, oder? Nehme ich an. Das ist, hast du sie ein Jahr lang jetzt nicht gesehen? Ja, ich freue mich sehr, aber auch traurig, ja, hier. Ich habe viele Freude und auch Gastfamilie. Ja, wir hatten es wirklich gut. Ja. Das merkt man. Ja. Ja. Es fällt uns schwer, Mimi gehen zu lassen, gell? Ja. Du wieder besuchen? Wir gehen sie besuchen. Ja. Ah, ist das schon gemacht? Ja. Mimi, wünsche dir alles Gute. Danke schön. Vielleicht kommst du dann wieder zu Besuch. Sicher. Ja, sicher. Thinking you'll be home again. I hold myself so I can sleep. My pillow holds the screams I need. Darfst du auch bald wieder einen Lieblingsmensch in die Arme schliessen? Oder musst du dich für längere Zeit am Flughafen verabschieden? Dann schreib uns deine Geschichte in die Kommentare. Hallo miteinander. Hallo. Wohin geht's? Chicago. Chicago? Ja. Oh, wow. Alle drei? Nein, wir zwei. Nur ihr zwei? Okay, und was bringt euch auf Chicago? Ein Fußballstipendium. Ein Fußballstipendium? Ja. In dem Fall, also kannst du das spielen, richtig gut Fußball. Ja, also ich würde sagen, nicht schlecht. Für das, dass es breiter Sport ist, spielen sie recht gut, ja. Für wie lange jetzt haben wir das? Das College ist 2 Jahre und dann ist eigentlich das Ziel, zum nochmal 2 Jahre dann an einer Uni weitermachen. Zum richtig abschliessen. Dass man auch so gleichzeitig noch ein Studium. Genau. Wow, das ist eine lange Zeit, Brigitte. Kann man sagen. Was sagst du dazu?
Ja, das sind ein zwiespältige Gefühle. Das eine ist natürlich mega cool, haben sie es geschafft, dass es gehen könnte. Da bin ich mega stolz. Und auf die andere Seite, sie jetzt einfach so ziehen lassen mit 19, ist schon ein bisschen hart, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Es sind zwei Seiten da rein. Bei euch überwiegt aber die Vorfreude, wie ich merke. Oder bis jetzt schon, gleich, ja. Bis jetzt schon noch. Es gleich auch ein bisschen weh oder ein mulmiges Gefühl. Wie geht es da dabei? Ja, schon ein bisschen, ja. Also ich habe sicher Respekt davor, aber ich glaube, die Vorfreude ist viel grösser momentan als die Angst, jetzt blöd gesagt. Das ist ein Riesenabenteuer. Ja. Ich weiß nicht, was wir, also was uns erwartet hätten. Ob es uns überhaupt gefällt oder nicht. Ja. Auf das habe ich wirklich Respekt und Angst. Das ist schon nicht ohne. Muss ich sagen. Aber kannst du das schlafen suchen oder wie man? Ja, wir haben schon gebucht. Ich hatte den Flug gehabt, bevor sie ihn gehabt hat. Aha, wirklich? Ja, genau. Ich glaube, das ist das Einzige, damit sie dann fast fest. Ihre Brüder und ich, wir gehen dann. Hast du Geschwister? Ja. Sie gehen besuchen. Aber Freunde oder so, die Liebe, müsst ihr nicht da zurücklassen? Er ist auch da. Oh nein, wirklich? Ja. Wie ist das? Das ist ein Horror. Ja, ich bin so, schon sehr traurig, aber wir haben gesagt, wir versuchen es jetzt und ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Ja, das ist ja schon tough, gell? Ja. Also er sagt, ich muss es durchziehen und machen. Das wirklich unterstütze dich, ja. Das ist aber toll, oder? Ja, er ist sicher, er ist auch traurig und hat auch Angst vor diesem grossen Schritt und vor dieser Entfernung, aber er unterstützt mich sehr gut. Das ist toll. Hey, ihr Lieben, ich wünsche euch alles, alles Gute. Und vielleicht werden wir dann noch von euch hören. Ja. Ja. Wenn ihr dann für die Schweizer Nazi spielt oder so, kann ich alle Daumen eben euch so an. Und dir ganz viel Kraft. Ja, danke. Die brauchen wir auch. Hallo. Hallo, ich bin Kiki. Sali. Hallo. Oh, hallo. Ich habe die schönen Plakate entdeckt. Schön, bist du wieder hier. Und? Gratulation. Lara. Ja. Also, wer ist Lara? Das ist unsere Tochter. Und sie kommt von wo? Sie kommt von Seoul. Von Seoul? Ja. Wie lange ist sie jetzt dort? 6 Monate dort. Und sie hat das letzte Semester hat sie in Seoul gemacht. Sie studiert internationale Beziehungen in Genf. Und Genf und Seoul haben einen Austausch zusammen. Darum ist sie das letzte Semester dort. Und wie ist das für die Eltern, so nach einem halben Jahr wieder die Tochter in die Arme schliessen? Also wir freuen uns, aber wir sind schon ein bisschen erprobt, weil sie ist immer mal wieder längere Zeit im Ausland. Okay. Und von dem her, ja, ist das nicht das erste Mal gewesen, aber wir freuen uns sehr. Dann passt der Studiengang, internationale Beziehungen. Genau. Absolut. Sie lebt das mit jeder Pore, ja. Oder was? Das ist so, ja. Ist sie schon immer ein Reisefühlig gewesen? Ja, das ist sie. Ja. Aber mit diesen neuen Medien hat man eh viel Kontakt. Es ist irgendwie gar nicht so viel anders. Natürlich, die Distanzen sind anders, aber ja. Man erlebt ein bisschen mit, was sie sieht. Von wem hat sie das? Der Drang zum Abenteuer? Ja, vielleicht schon ein bisschen von uns. Wir haben, also ich habe selber auch viel gereist. Ich war mit 20 als Au-pair in Neuseeland und immer wieder meine Gastfamilie besuchen. Und wir haben auch mit unseren Kindern immer mal wieder Reisen gemacht und ihnen andere Kulturen gezeigt. Ja, von dem her hat es nicht ganz gestohlen. Ja, kann man natürlich dann nicht viel sagen, wenn sie dann finden, ich will weg. He? Also ich unterstütze das, ich finde das gut. Ja, so schön. Ja. Wir sind schon in der Endcard. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann schenk uns doch einen Daumen hoch
Und vielleicht hast du schon selber etwas Schönes erlebt am Flughafen. Dann schreib es doch hier unten in die Kommentare. Hier findest du weitere emotionale Geschichten. Und bitte vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und wenn du noch mehr sehen willst, dann schau vorbei auf Play SRF. Bis dann!